Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem Review zum 13. Spieltag, der diesmal ganz im Zeichen von Gedenkminuten und einem Trauerflor stand. Doch wie sicherlich viele andere von euch auch, habe ich mich wirklich wieder gefreut, nach all den schrecklichen Taten die letzten Wochen, dass es einfach mal wieder ein Wochenende um den Fußball ging. Dieses Wochenende startete freitags abends um 20:30 Uhr. Dort empfing der Hamburger SV die Borussia aus Dortmund. Und wenn man was über den HSV behaupten kann, dann ist es bestimmt, egal wie schlecht die Saison läuft, gegen den BVB können sie sich eigentlich immer behaupten. Und das zeigen sie auch hier wieder. In der 90. Minute gibt es einen Elfmeter und die 1:0-Führung für den HSV. In der 29. Minute verletzt sich dann Spahey, ohne Fremdeinwirkung, aber so stark, dass er ausgewechselt werden muss. In der 41. Minute legt der HSV nach einem Fehlpass. Steht also 2:0 zur Pause. In der Halbzeitpause wurde viel spekuliert, ob die Hamburger es schaffen, ihren wahnsinnig temporeichen Spielstil, also der gleichzeitig damit auch ziemlich verausgabend ist, ob sie es schaffen, den in der zweiten Halbzeit durchzuhalten. Fast als hätten die Jungs vom BVB das gehört, kommen die nämlich mit deutlich mehr Druck auch aus den Kabinen. Der hält aber genau 10 Minuten. Denn in der 55. Minute unterläuft Mats Hummels ein Eigentor. Damit ist der Druck wieder perdu. Die Dortmunder sind eigentlich während des gesamten Spieles feldüberlegen. Richtig Druck aufbauen tun sie aber dann tatsächlich erst nochmal gegen Ende der Partie. Ab etwa der 80. Minute macht auch der HSV komplett hinten dicht, spielt kaum noch Angriffe und ist nur noch am Verteidigen. In der 86. Minute gelingt dann tatsächlich der Ehrentreffer. Es steht nur noch 1:3, aber dabei bleibt es. Besonders positiv zu nennen aus der Partie ist mit Sicherheit René Adler, der dem HSV doch so gerade so im letzten Viertel noch einiges festgehalten hat. Der Samstagnachmittag startete mit der Partie der Fohlen aus Gladbach gegen Hannover 96. In der ersten Hälfte kommt Gladbach eigentlich zu vielen guten Chancen. Aber nur eine einzige wird wirklich zu einem Tor genutzt. Der Gladbacher Keeper Sommer ist auch hier wirklich herausragend zu nennen, denn der rettet mehrfach in allerhöchster Not. Das Spiel endet 2:1. Ich finde persönlich, Hannover hätte sich allerdings einen Punkt verdient gehabt. Das Spiel Wolfsburg-Bremen fasse ich am besten ganz kurz und ganz, ganz schmerzlos zusammen. Die Wölfe brechen praktisch die Bremer. Endstand 6:0. Ich finde, das kann man einfach mal so stehen lassen. Das nächste Spiel fand im Waldstadion statt. Dort empfing die Eintracht Frankfurt die Bayer aus Leverkusen. Die Werkself hat auch eigentlich die Partie in der Hand durch Tempo und wahnsinnig hohes Pressing. Frankfurt schnuppert, wie die Bundesliga so schön ausgedrückt hat, nur zwischenzeitlich mal ganz kurz am Ausgleich. Das Spiel endet trotzdem 1:3, auch verdient so. Zwischen Köln und Mainz gab es ein torloses Unentschieden. Die erste Halbzeit gehörte Mainz eigentlich mehr. Köln war aber in der zweiten Halbzeit wirklich richtig deutlich besser, aber deren Chancenverwertung lässt sich schon fast als fahrlässig betiteln. Dementsprechend ist das 0:0 schon gerechtfertigt. Am Ende des Samstagnachmittags fand noch ein kleines Kellerkinderduell statt zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg. Ich habe die Stuttgarter diese Saison noch nicht so gesehen. Die haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man hätte irgendwie falsch machen können. Haben den Augsburgern Räume gelassen, standen defensiv mega unsicher, hatten nach vorne überhaupt keine Ideen. Also die standen völlig neben sich, ich kann es mir auch überhaupt nicht erklären. Augsburg wusste das natürlich aber gnadenlos auszunutzen und besiegt so die Stuttgarter mit 4:0. Passiert, würde ich sagen. Am Samstagabend gab es wie immer das Topspiel. Das fand diesmal auf Schalke statt. Dort empfingen die Gelsenkirchener den FC Bayern München. In der ersten Hälfte finden die Gäste wenig Mittel gegen die Schalker. Man muss aber dazu auch sagen, dass Schalke nur kontert und mit einer Fünferkette verteidigt. Aber kontern tun sie eiskalt. Die einzige Torchance ist auch der Ausgleich, nachdem Alaba die Bayern in der 9. Minute in Führung geschossen hatte. Zweite Hälfte und Schalke steht immer noch ziemlich sicher. In der 69. Minute schafft es dann Martinez, die Bayern wieder in Führung zu bringen. Und das per Kopf. Danach
können die Bayern wieder richtig Druck aufbauen, nachdem das nach der Halbzeitpause nicht so besonders gut funktioniert hatte. Es gibt also Bayern-Chancen am laufenden Band. Ausgenommen von der 88. Minute. Da gibt es eine Großchance für Schalke, wo die Bayern wahnsinnig viel Glück hatten. Aber auf wen ist immer Verlass? Auf den Herrn hier hinten. Der schafft es nämlich in der 2. Minute der Nachspielzeit doch noch das 3:1 draufzusetzen. Damit ist das auch der Endstand. So, dann gab es noch am Sonntagnachmittag das Spiel Berlin gegen Hoffenheim. Die Partie stand eigentlich die ganze Zeit über völlig auf der Kippe. Am Ende gewinnt Berlin durch ein Eigentor in der 30. Minute. Ziemlich glücklich. Ich finde, Punkteteilung wäre hier schon drin gewesen. So schlecht hat Hoffenheim sich nicht angestellt. Aber that's the game. So, abschließend gab es noch das Aufsteigerduell. Der FC Ingolstadt empfing den SV Darmstadt 98 um 5:30. Dabei konzentrierte sich Darmstadt mehr aufs Verteidigen und ja, Ingolstadt eigentlich auf die Spielanteile bzw. auf den Ballbesitz. Ich fand's schade, denn die Partie war eigentlich nicht spielerisch besonders schön, sondern eher kampfbetont. Das mag ich eigentlich so gar nicht. Die Darmstädter kommen auch nicht so richtig zum Kontern. Sie führen zwar in der ersten Hälfte durch ein Tor von Sulu, aber das fiel auch nur nach einem Standard. In der 58. Minute gelingt dann Ingolstadt der Ausgleich. 2 Minuten später gibt es einen Elfmeter und so dreht Ingolstadt das Spiel innerhalb von 2 Minuten. Die Krönung gibt es in der 88. Endstand 1:3. Das war es aber soweit mit dem Spieltag. Kommen wir zur Tabelle. Gladbach rutscht hoch, Schalke rutscht runter, Ingolstadt rutscht noch ein bisschen hoch und der HSV auch. Die TSG Hoffenheim und der FC Augsburg tauschen Plätze. Ja, alles Sonstige seht ihr hier. Soweit bin ich dann auch mit diesem Spieltag fertig. Ich höre gern eure Meinung. Zu Paris und zu Hannover möchte ich eigentlich nichts mehr sagen. Ich glaube, da wurde genug gesagt. Ja, ich hoffe einfach, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann zeigt es mir gerne. Und dass wir uns nach Möglichkeit zum nächsten Spieltag wiedersehen. Das wäre natürlich mein absoluter Favorite-Wunsch. Und ja, nächster Spieltag wird verspätet kommen. Kann ich euch auch jetzt schon sagen, warum. Weil ich bin nächstes Wochenende in Berlin bei einem Musikvideodreh. Vielleicht kann ich da ein bisschen was vloggen. Das weiß ich aber noch nicht, ob das den Künstlern recht ist. Und dass ich das auch veröffentlichen darf und so. Deswegen schauen wir mal. Dementsprechend, ich komme aber erst Montagmorgen zurück nach Frankfurt. Dementsprechend werde ich es nicht schaffen, da mal eben noch schnell ein Video rauszuhauen. Ja, ansonsten war es das eigentlich. Ich wünsche euch also noch eine voll entspannte Woche. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe ganz tolle Links um mich rum und in der Videobeschreibung. Und tschüss.